Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, wenn du ein Like da lässt und wenn du natürlich regelmäßig am Start bleibst. Hier gibt's Rap Talk, Rap News, Rap Analysen, vielleicht hin und wieder mal auch ein paar Unboxings. Also ich hatte mal überlegt, ein Unboxing von ein paar Alben zu machen. Wenn ihr Bock auf sowas habt, abonniert diesen Kanal und bleibt auf jeden Fall regelmäßig am Start, meine lieben Freunde. Komm zum Banger, willst du meinen richtigen Pornodarsteller? Naja, ist ja auch egal. Folgendermaßen. Kollege hat vor einigen Tagen sein Album Alpha Gene 2 released, meine lieben Freunde. Ein wirklich sehr preisgekröntes Album, ein wirklich lyrisch sehr krasses Album. Das Album wirkt für mich ehrlich gesagt so wie so ein Rückblick, was so in den letzten Jahren passiert ist. Es ist auch ein wenig einige Punchlines gegen die ein oder anderen Künstler vom ehemaligen Alpha. Ich weiß nicht, ob es das Label noch gibt. Gibt es das Label Alpha noch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall disst er die ein oder anderen Personen in dem Album, zwar nicht namentlich, aber Deutungen, dass man wirklich sich das schon so selber zusammenbasteln kann. Im Prinzip gibt es ja nur Jigsaw, den ehemaligen Say It, Gent und Asche. Das waren diese vier Künstler. Und Noah natürlich, aber der kam später dazu. Ob der wirklich damit gemeint ist, ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem ist er eigentlich noch cool. Auf jeden Fall geht es dementsprechend hundertprozentig um Gent, Jigsaw und Say It. Say, hundertprozentig. Da gibt es den Track Spiegel auf Alpha. Es geht um den Track Spiegel, meine lieben Freunde. Ich habe den mal ein wenig analysiert, so wie ich auch viele andere Tracks analysiert habe. Aber der ist mir wirklich ins Auge gefallen wie ein... Wir wollen ganz nach oben. Part 1, es geht los mit Sonnenstrahlen brechen durch die ballatlosen Bomben bis zum Zeichen dämonische Schatten an Hauswände. Das ist natürlich jetzt eine völlig normale Aussage. Feinde um mich rum, als wäre ich Vito Corleone. Ja, sie stechen von hinten zu wie Riesenskorpione. Krass. Also da deckt er auf jeden Fall auf, dass um ihn herum sehr viele Feinde waren. Eigentlich um ihn herum sind irgendwie immer Feinde, aber es könnte sich wirklich um einige seiner Leute handeln. Vielleicht auch sogar ein paar Alpha-Membern, ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall so Rätsel. Ja, das Lied an sich ist so Rätsel aufgebaut. Aktuelle Faktenlage, eigenes Umfeld, Rattenplage. Engste Freunde fallen dir in den Rücken sowie Nackenhaare. Krass. Also, es geht schon direkt los und schon gehen die ersten Disses raus. Heftig. Abnormaler Hass, ich würde Kalaschnikows in eure Visagen entladen. Doch, das gab mathematisch paar glatte Jahre, wieder Hintergang, wieder ausgenutzt, wieder abhaken, weitermachen, als ob's mich nicht juckt. Nach außen Siegerlächeln, doch im Innern melancholisch, wie die letzte Zigarette eines Kriegsverletzten. Boah, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr heftig. Habt mir den Glanz aus den Augen geraubt, mich als menschlichen Bankautomaten missbraucht. Nee. Habt mir den Glanz aus den Augen geraubt, mich als menschlichen Bankautomaten missbraucht. Und irgendwann bedauert ihr das, aus Enttäuschung wird Trauer und aus Trauer wird Hass. Das ist die sogenannte Pre-Hook, also nicht die Hook, sondern die Vorstufe von Hook. Und ich boxe in den Spiegel, wieder mal den Kopf voller Kriege. Bang, bang, Bruder, wenn der Glaube nicht wäre, hielt ich mir den Lauf an die Schläfe. Bang, bang, einfach Blei durch die Stirn, einfach Schluss, einfach weit weg von hier. Doch egal, was für eine Scheiße passiert, ich bleibe fixiert, feinjustiert wie ein Sniper-Visier. Bang, es ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig, Freunde. Also der ganze Text ist heftig. Immer weiter marschieren, auch mit Seele voller Narben, detailreich verziert. Bruder, lass dein Hinterrücken, es wird heiß diskutiert. Sie saugen meine Energie aus wie ein Twilight-Vampir. Mama um mich rum, nur Neid oder Gier. Abstand, ich finde Frieden nur alleine mit mir. Alles Heuchler, alles Fake. Das Einzige hier, was Ende bleibt, ist nur dieses weiße Papier. Wollte für jeden nur das Beste, hatte gute Intention. Hab mehr Menschen hochgezogen als eine UFO-Invasion. Okay, das ist wohl wahr. Also der hat wirklich den einen oder anderen wirklich krass hochgezogen. Ohne Kollege wären diese einen oder anderen Personen nicht das, was sie sind. Ja, wer würde schon ein Say It feiern? Wer würde, glaube ich, immer noch da bleiben, wo er ist? Wer würde ein Gent feiern? Say It, ja, den hat Kollege richtig aufgebaut. Da geht wieder die Hook los. Aber ihr habt mir den Glanz aus den Augen geraubt, mich als menschlichen Bankautomaten missbraucht. Und irgendwann bedauert ihr das, als aus Enttäuschung wird Trauer und aus Trauer wird Hass. Krass. Und die Hook ist natürlich wieder die gleiche. Also es ist schon ein sehr heftiger Text, würde ich mal so sagen. Aber das Lied an sich ist nicht sehr lang, Freunde. Also wenn ihr wirklich das Album euch wirklich reinzieht, dann werdet ihr immer merken, dass einige Punchlines an einige Menschen gerichtet sind. Es sind leider keine Namen genannt, so wie bei JBG3, aber ihr kommt, glaube ich, selber auf die Idee, wer gemeint ist und wer nicht.
das war's mit diesem Rap-Talk-Video oder Rap-News-Analyse-Video. Wenn euch diese Art von Analysen vielleicht nicht gefallen hat oder doch gefallen hat, lasst es mir gerne wissen mit einem Abo oder Like, Dislike von mir aus auch. Ich dislike hin und wieder selber meine Videos, um mir selber zu beweisen, wie schlecht ich doch bin. Das war's mit dem Video, Freunde. Peace and out.